Hallo meine Freunde, das ist das immer wieder. Weiter geht's mit Gewitterkopf Adventskalender Tourette bei der Straßenumfrage. Das erste Mal beim Punkt, Punkt, Punkt. Ja, natürlich. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Das erste Mal beim Schlafen. Also, alleine schlafen. Hat mir wieder gedacht, ihr Schweinchen. Ja, dieser Moment, wenn einfach mal das Intro meinen ganzen Kanal zerstört hat. Einfach so. Hallo ihr Lieben, wir sind hier gerade in Köln in der Innenstadt. Wir stehen gerade am Neumarkt und wir sind gerade... Boah, krass, wie viel in Köln los ist. Gut, es sind ein paar mehr Einwohner als hier drüben bei uns in Dresden. Ne? Aber wenn ich überlege, dass... Ich glaube 1,2, wenn ich mich jetzt nicht vertue mit Köln. Wenn, dann könnt ihr mir gerne in die Fresse hauen. Aber trotzdem, bei uns ist tote Hose. Ne? Du gehst raus, denkst so, alles klar, irgendwie Zombie-Apokalypse. Und die gucken dich auch an. Ne? Weil wenn ne, ich habe ja manchmal so einen Gehfehler, ich laufe ja manchmal so. Ne? Dann denken die, oh, der hat ein Virus. Ganz gefährlich, passt auf. Ne? Letztes Mal haben sie mich auch, wollen sie mich auch anschießen. Habe ich gedacht, was soll denn das? Ja, ich dachte, du bist ein Zombie, sorry. Ne? Am Weihnachtsmarkt gewesen und wir haben uns echt schon, um ehrlich zu sein, schon seit 2 Jahren gedacht, ob wir nicht mal eine Straßenumfrage machen sollen. Und ja, jetzt ein bisschen verzögert, was heißt verzögert? 2 Jahre später machen wir das Ganze dann auch endlich. Genau, so sieht's aus. Wir werden ein bisschen hier rumlaufen, mal ein bisschen die Kölner fragen, wie es eigentlich so mit ihren Weihnachtsvorbereitungen aussieht, ob sie Bock auf Weihnachten haben, wie sie sich darauf vorbereiten, wie sie ihr Weihnachtsfest feiern und so weiter. Wir werden jetzt mal gucken, ob überhaupt jemand Bock hat, mit uns zu reden. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber mal gucken, ob die Leute Lust darauf haben. Wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr seht schon hier im Hintergrund, es ist alles schon sehr weihnachtlich geschmückt. Wir befinden uns ja quasi direkt haben Sie am Lust, Neumarkt mit mir zu reden? Nein! Mal, wer Bock hat, uns ein bisschen über seine Weihnachtspläne zu erzählen. Viel Spaß bei dem Video! Wir haben heute den ersten Advent und wie verbringt ihr eigentlich immer so eure Weihnachtstage? Erstmal, wie heißen Sie? Marvin. ich bin Luca und das ist Nele. Ah ja, also Luca und Nele. Ja, sehr, sehr cool, dass ihr mitmacht. Freut mich sehr. Seid ihr Weihnachten so zusammen oder trefft ihr euch dann? Weihnachten geht ja mehrere Tage mal da und mal da. Ja, eigentlich so meistens mit der Familie und dann hinterher treffe ich mich dann mit ihr. Mit der Familie meistens am 4. Also ich mache Weihnachten immer so eine Videokonferenz ne, mit Merkel zusammen. Und ja, dann sitzen wir vor der Kamera und trinken Glühwein. Genau, das ist so mein Weihnachten. Genauso wird Weihnachten gefeiert. In der Neuzeit. Geht mal ein bisschen mit der Zeit mit. Meinem Vater dann meistens noch. Ja. Was hast du sonst so heute? Heroin verkaufen. Heute war ich beim Apple Store und. Das hat er schon gestern gemacht. Hallo. Ja, und mit ihm, also bei einem Uhrenladen haben wir was geguckt und so. Aber gucken einfach mal durch die Stadt hier ein bisschen. Ja. Kurz vorweg, wie heißt der eigentlich und wie alt seid ihr? Ich bin Tobi und 22. Ich bin 22. Katja Burkhardt. Ja, wie gestaltet sich eigentlich bei euch so jedes Jahr Weihnachten? Eigentlich so mit der Familie und dann geht's anschließend noch feiern mit den Freunden. Also feiern mit Freunden nach, dem du Weihnachten gefeiert hast, gehst dann so in den Club oder... Genau, Club. Wir reden krass, gerade. Zu Weihnachten, okay. Also das heißt, du gehst... Ich wusste noch nicht mal, dass du zu Weihnachtszeit also Club auf hat. Also das sag ich mir auch mal so, ne? Ich finde, ich bin eher so... traditioneller gerichtet. Also ich finde es eher schöner, wenn man mit der Familie zusammen feiert. Die ganz alten Traditionen halt, ne? Ich finde, das ist so komisch, so gut, wie alt war der? 22? Na gut, aber eigentlich müsste der das traditionelle Weihnachten auch noch kennen. Wie irgendwie komisch, wenn man zu Weihnachten mit Freunden in den Club geht. Irgendwie, hä? Selbst von Weihnachten. So in Clubs eher rein. Genau, ja. Anschließend geht's in den Club, nachdem man mit der Familie im Ruhigen was gemacht hat, geht's dann feiern. Nein! Und ist es bei dir ähnlich? Nein! Oder bist du den gesamten Tag dann über? Meistens bin ich mittags immer noch irgendwie in der Stadt, weil man ja noch irgendwas kaufen muss. Abends bin ich dann mit meiner Familie und vor 2 Jahren hat er mich dann abgeholt zum Feiern und also bei mir sieht es dann sehr ähnlich aus. Ja. Und jetzt red du weiter. Das, was hier passiert, Leute, das ist Gold. Erstens, ey, das ist das Geilste vom. Das Video online kommt, ich hab keinen Bock. Mich näher habt als in Lindenthal. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist voll das geile Format. Erstmal treffen wir voll viele von euch. Ne? Ja, es ist interessant. Ich auch. Und ich finde, du machst deinen Job als Moderator auch sehr gut. Als Katja Burkhardt. Vor allem voll viele von euch. Erstmal mit zwei gesprochen. Ich weiß, manche wollen nicht gefilmt werden und manche sagen, nein, bitte nicht auf YouTube hochladen. Die haben mit ein paar mehr gesprochen. Ich weiß es doch, ja. Mann. Okay, let's go. Wir suchen uns die nächsten Opfer raus. Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr bei unserer weihnachtlichen Straßenumfrage mitmacht. Ja, die Rechte hat richtig Bock, ne? Die denken so, naja, ich würde jetzt lieber gerne nach Hause gehen, ne? Also mir ist kalt, ich habe keinen Bock.
Ich habe meinen Bus verpasst, Deutsche Bahn fährt heute wieder, ne, muss wieder einen halben Tag hier verbringen. Aber ja, mach deine Umfrage. Wie heißt ihr eigentlich und wo ich bin so der Günther. Ich heiße Sarah und komme hier aus Köln-Flittert. Ich heiße Eliana und komme auch aus Köln. Ich habe gesehen, ihr seid jetzt heute ein bisschen einkaufen gewesen in der Stadt. Wart ihr jetzt so ein bisschen einfach so shoppen oder waren das schon so die ersten Einkäufe für Heiligabend oder für die Weihnachtszeit? Und ein bisschen für die Weihnachtszeit, ein klein bisschen. Ja. Ich habe was für meinen Hund gekauft. Also beschenkst du deine Haustiere auch? Ja, der hat eine Weihnachtszeit. Haben wir auch gemacht. Bekommen. Ah, das ist aber das machen wir. Was ist auch. Das denn eigentlich so? Was ist denn für ein Hund? Eine französische Bulldogge. Also ein etwas größerer Hund. Ich kenne mich mit den Rassen gar nicht. Eine kleine Fußhupe. So ein Fifi ist das. Ah ja, okay. Gut. Mit sowas. Dä. Oh, das ist echt. Und dann noch was für draußen. Haben wir trage ich immer privat. Damit es dem Hund auch nicht kalt wird. Ja, also meine Katzen haben von mir auch einen Weihnachtskalender. Also ich weiß, das ist immer von den Leuten immer lieb gemeint, aber stellt euch mal vor, ihr werdet eine Katze. Einfach jetzt mal vorstellen, ne? Die Leute, die so Vorstellungskraft haben, stellt euch das mal vor. Wollt ihr von euren Herrschern oder Frauen schon angezogen werden, so Ganzkörperkondom? Man muss ja auch bedenken, die haben ja ein bisschen Fell, ne? Und gerade so zur Weihnachtszeit, wenn man hat da bestimmt auch Fenster zu, macht meistens Heizung an, vielleicht auch noch Kamin. Also wir werden unseren Kamin zum Beispiel anmachen. Und dann stelle ich mir gerade vor, die Katze so in so einem Ganzkörperkondom, ne, ist ein bisschen warm. Ne? Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Ich weiß, sie meinen das so lieb und nur für den Abend, aber ist halt nicht so meins. Ich hab das auch öfter schon mal gesehen. Also wirklich öfters, das ist noch nicht mal ein Witz, ne? Also es ist nie übertrieben oder so, wirklich in der Stadt schon öfters mal gesehen, dass wirklich gar nicht so Männer, aber Frauen mit Hunden, die kriegen irgendwie immer Kleidung, so die Hunde. So, ich habe schon mal einen Hund gesehen hier so mit so einem aufgemalten Anzug, wo ich mir so denke, jo, alles klar, wird der jetzt Banker oder was? Hat er gerade ein Vorstellungsgespräch? Soll der jetzt Geld nach Hause bringen, dass er Teil Miete bezahlt? Ja, mehr Schweinchen hier Miete bezahlen, ne? Wäre auch mal eine gute Idee hier, arbeiten gehen, aber ZZ. Länder bekommen und ja, da kann ich dann ab Mittwoch, wenn dann der erste ist, jeden Tag mit den Katzen Türchen aufmachen. Und was uns natürlich auch sehr interessieren würde, wie verbringt ihr eigentlich so jedes Jahr eure Weihnachtsfeiertage? Schlafen. Durch die Arbeit ist das bei uns halt ein bisschen kompliziert, weil wir arbeiten in der Altenpflege. Ja, das ist halt dann gerade so gegeben immer. Kommt drauf an, wie wir letztes Jahr gearbeitet haben. Also ich habe dieses Jahr das erste Mal nach 6 Jahren frei Weihnachten. Boah. Und ich verbringe die halt mit meiner Familie. Ja, krass. 6 Jahre ist natürlich eine ziemlich lange Zeit. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Wenn du dann gerne mit deiner Familie feierst, aber gerade so die Pflegeberufe, das sind ja halt keine natürlichen Öffnungszeiten und das richtet sich ja dann auch nicht nach Feiertagen. Ne? Ich finde immer so schade, dass gerade so die Pflegeberufe oder allgemein die sozialen Bereiche, dass man nicht so mal zu Weihnachten an die denkt. Ne? Man muss, ich wäre jetzt nicht, dass man jetzt in jeder Einrichtung sagt und danke, dass ihr da seid. Ne? Genauso wie Feuerwehr, Sanitäter und Polizei. Ne? Ich wäre jetzt nicht, dass man jetzt dauerhaft alles ein paar Sekunden anruft und sagt dir danke, danke, danke. Sondern heutzutage leben wir in der digitalen Zeit, wenn man zum Beispiel auf Twitter einfach mal so einen Post ablässt. Danke, dass ihr heute im Einsatz seid oder sowas. Finde ich immer schade, dass die sehr, sehr gerne mal vergessen werden, auch weil die eine wirkliche Lobby haben. Ne? Wenn Pfleger können jetzt nicht einfach sagen, jo, wir gehen jetzt mal nach Hause oder wir streiken jetzt mal für mehr Gehalt. Ne? Geht nie. Dann würden die ganzen Leute sterben. Nee, leider nicht. Ja, also gestern ist ja der erste Advent schon gewesen. Das heißt, wie man es, glaube ich, ja, sehr unschwer hier in der Straße erkennen kann, ist die Weihnachtszeit irgendwie in Köln eingeleitet worden. Und wie seht ihr das denn so im Generellen? Mögt ihr Weihnachten, also die Weihnachtszeit gerne? Seid ihr so totale Weihnachtsliebhaber? Oder eher so, wird ja manchmal der Grinch genannt, aber ich sehe es nicht so. wie würdet ihr euch da selber so bezeichnen? Also ich mag Weihnachten nicht so gern, muss ich sagen. Ich finde die Weihnachtszeit eigentlich ganz cool, aber Weihnachten ist immer Stress und immer irgendwie... Das stimmt. Und alle sind voll gestresst und müssen auch Weihnachtsgeschenke besorgen. Immer gestresst. Selbst nach der Weihnachtszeit. So ein perfektes Weihnachten ist eigentlich auch ganz cool. Ich finde, man soll das alles so entspannt sehen. Und nur weil Weihnachten ist, dass man da jetzt alles perfekt macht und alles super schön dekoriert und so. Aber Weihnachtszeit ist schon immer schön eigentlich, ja. Ja, und habt ihr da irgendwie an Heiligabend oder halt so über die 3 Weihnachtstage so besondere familiäre, sag mal, Traditionen oder irgendwelche Sachen, die ihr immer an Weihnachten jährlich wiederholt? Also gibt es immer dasselbe zu essen, also bei uns gibt es immer dasselbe Gericht, damit da gar keine Streitigkeiten entstehen oder so. Und sonst halt immer zusammen essen, dann wenn es Geschenke gibt, halt auch Bescherungen.
Und danach ist eigentlich immer relativ entspannt, einfach einen Film zusammen gucken und dann geht auch jeder wieder so. Wir machen Weihnachten durch. Wir koksen, bis einer krampft. Ja, das kenne ich auch. Also bei mir war das wirklich damals so. Das habe ich jetzt auch irgendwie beibehalten. Ich bin ja nicht so einer, der so gerne baden geht. Ich gehe wirklich jeden Tag eher duschen. Also jeden Tag, aber wirklich eher duschen. Obwohl das ja auch fast schon baden ist, so viel Wasser, wie ich verbrauche. Wenn ich da mal einen Stöpsel reinmache, da könnte ich 50 Badewannen mitfüllen. Das ist aber was anderes. Immer baden gehen, dann was Schickes anziehen, also ein Hemd. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr ohne Krawatte anziehe. Also wirklich was Schickes anziehen. Dann vielleicht früh nochmal Plätzchen backen für abends dann, dass man wirklich frische Plätzchen hat. Und abends Weihnachtsessen. Das war auch immer bei uns dasselbe. Ne? Wir hatten dann immer abends, ich glaube, zu Weihnachten war es immer ein Braten. Dann am ersten Weihnachtstag war dann, was war denn das? Ich weiß gar nicht, was war am ersten, da haben wir Kartoffel. Salat, glaube ich, mit Würstchen. Und am zweiten weiß ich schon gar nicht mehr. Hab ich schon wieder vergessen. Und dann immer 18 Uhr die Bescherung und wir haben immer Märchen auch voll gerne angeguckt. Richtig gerne haben wir Märchen angeguckt. Ne, das habe ich bis heute auch beibehalten. Richtig alte, schöne Märchen. Nein, das tun wir nicht. Also, wichtig. Ja. Ich bin der Jan und ich bin 23. Für heutzutage gucken die anderen gehen feiern. Wie alt seid ihr? 12. David, ich bin 20 Jahre alt. Ja. Und ich bin 12. Ich mache eine Ausbildung als Einser. Ja, da gibt es eigentlich jetzt nicht so viel zu sagen. Ganz normal eben. Ja. Ich bin Fabian, 21 Jahre alt und arbeite als Mechatroniker. Wie sieht es bei euch mit Geschenken aus? Müssen noch gekauft werden. Also seid ihr auch so Fraktion was, auf Geschenke? Sowas dann muss man machen? Ja, okay, das bei mir aus. 21. Dezember, wie jedes Jahr. Gibt's bei dir irgend so was Besonderes, was du so in der Weihnachtszeit machst? Oder feierst du Weihnachten gerne? Oder? Ja, also ich feiere mit meiner Familie auf jeden Fall Weihnachten. Manchmal gehen wir auch Skifahren, in der Schweiz meistens. Wäre denn so der größte Wunsch, den du zu Weihnachten dieses Jahr hättest? Tatsächlich wäre das eine PS5, aber ja, sehr wichtig. Aber scheinen leider überall ausverkauft zu sein, deshalb kommt man da sehr schwer dran. So. Ha, genau. Scheiß gelaufen, ne? Ja, das wäre es eigentlich fürs Erste. Was wäre denn so euer größter Wunsch, den ihr jetzt, der euch jetzt so spontan ich muss dazu sagen, ne, jetzt werden viele so sagen, ah, stimmt doch eh nicht, du laberst nur, komm. Laber nicht so Müll. Aber ich wollte nie Geschenke haben, ne? Ich finde eher zur Weihnachtszeit, finde ich Zusammensein viel interessanter, viel schöner. Aber, kennt ihr das, wenn man dann immer so sagt, naja, wir schenken uns nichts? Habe ich immer zu meiner Oma damals auch immer gesagt, naja, ich schenke dir nichts, du kriegst nichts von mir, ne? Meine Oma dann auch immer zu mir was ist, ja, meine Oma schenkt mir ja was für 5000 Cent und ich schenke ihr auch was dann. Immer so gewesen, ne? Immer. Ja, nee, dieses Weihnachten machen wir einen ruhigen, ohne Geschenke was ist. Erstmal solche Geschenke immer zu Weihnachten. Man kennt. Zu Weihnachten diesen Jahres. Ja, jetzt gerade halt, dass alle gesund bleiben, dass alle, die mir lieb sind, noch da bleiben und dass ich meine Ausbildung schaffe. Ja, halt das. Ich glaube schon, dass du sie schaffst. Hat sich sehr, sehr fürsorglich angehört, was sie so erzählt. Aber arbeitet sie nicht schon 6 Jahre in dem Beruf? Wie sieht es bei dir aus? Ja. Wie gesagt, dass alle gesund sind, dass es Weihnachten so angenehm wie möglich ist, man soweit auch Weihnachten feiern kann. Ja, es sind auf jeden Fall sehr schöne Wünsche, kann ich so unterschreiben. Ich bin hier gerade mit dem Interviewer dieser Straßenumfrage. Kinderpunsch. Okay, macht Bock, oder? Ja, es ist ehrlich gesagt voll interessant, mit so vielen Leuten direkt so sich unterhalten zu können und halt auch mal so plötzlich so viele verschiedene Eindrücke zu kriegen. Finde ich auch. Sehr viele nette Menschen kennengelernt. Ich finde auch cool, was die Leute sich einfach zu Weihnachten wünschen. Ne? Also ich finde cool, dass sich die Leute weniger materielle Sachen wünschen, sondern eher so Sachen wie so Gesundheit, ab und zu auch mal ins Mikro rülpsen oder andere Sachen. Oder Hansering grüßen. Oder sowas. Hansering ist übrigens ganz nice. Hab da meine Ausbildung gemacht. Wohnen will ich da nicht, ist auch teuer wie scheiße. Es ist teuer und okay, weiter im Text. Genau. Und einfach mal cool, so viele von euch zu treffen. Ich denke, das ist auch so relativ interessant, was wir hier so, was der Jan hier so fragt und was er verzapft. Auch mal gut zu wissen, wie viele von euch eigentlich schon über das Tourette-Syndrom Bescheid wissen, auch vielleicht auch vor dem YouTube-Kanal, bevor wir jemals daran gedacht haben, damit anzufangen oder bevor überhaupt an uns zu denken war. Und ja, ich würde sagen, wir suchen jetzt noch ein paar untere Kerle. Jan hat sich noch einen Kinderpunsch geholt. Kinderpunsch? Mit einem Schuss Fanta. So sieht's aus. Deswegen gehen wir jetzt noch ein bisschen rum und gucken mal, wen uns noch so über den Weg läuft. Vielleicht treffen wir noch die eine oder andere Person von euch. Habt ihr schon was zum Thema Tourette-Syndrom allgemein gehört? Ja.
kenne ich. Okay, wodurch kennt ihr das? Habt ihr schon mal irgendwo gesehen oder gehört? Tatsächlich durch deinen YouTube-Kanal habe ich das. Habe ich viel gelernt. Durch dein! Weil Tim gerade, was? Ich gehöre auch mit dazu. Fick dich. Oder euren. Wie ist das so für euch? Wenn jetzt, ist es das erste Mal, dass ihr jemanden mit Tourette so persönlich trefft? Also für mich ja. Ja, persönlich auf jeden Fall, ja. Wie ist es so für euch? Also ist es für euch irgendwie anders? Also keine Ahnung. Ich finde es eigentlich voll okay. Also klar, man weiß es jetzt so, in der Bahn ist vielleicht irgendwann sich okay, aber weiß nicht. Von ab. Mann. Also ich hatte da jetzt kein Problem mit. Habt ihr beide eigentlich schon mal was von dem Thema Tourette gehört? Ja klar, wir kennen eure Videos auch. Ja. Zu sehen, oh, was? Gibt es Leute, die mich kennen? Soll ich ein Mikrofon fallen lassen? Nein, man hört dich nicht. Okay. Und was uns auf jeden Fall auch noch interessieren würde, habt ihr von dem Thema Tourette-Syndrom eigentlich schon mal sowas gehört? Oder hattet ihr schon mal mit jemand, der betroffen war, schon mal direkt Berührungspunkte? Direkt mit der Krankheit bin ich durch dich konfrontiert worden. Und halt, weil einer bei uns in, wo ich früher gelebt hat, hat halt auch einer gewohnt, der hat halt, aber halt erst richtig bin ich so durch euch drauf gekommen. Ja, bei uns halt auch durch dich, habe ich halt auch das mal gesehen. Und wir hatten halt im damaligen Umfeld bei uns jemanden, der war halt bekannt dafür, dass er Tourette hatte. So sind wir dadurch in Berührung gekommen. Ja, aber es ist ja sehr cool, dass, dass sowohl ihr, wie auch so viele Leute, die wir gefragt haben, schon mal was auf jeden Fall von diesem Krankheitsbild gehört haben. Was ja auch auf jeden Fall sehr wichtig und auch natürlich sehr, sehr cool zu hören ist. Ich hatte einen Schüler in meiner Stufe. Hat man seine Ticks auf jeden Fall im Unterricht meistens mitbekommen. Ja, aber ansonsten, also gibt auf jeden Fall keinen Unterschied zu den Nee, das war kein Tourette, das war ich. Ich war genervt. Und so wurde auch bei uns auf jeden Fall zu 100% akzeptiert. Also ich war nicht ganz mit ihm befreundet, aber konnte auf jeden Fall öfters. Komm, das hat er dir deine PS5 geklaut? Leider nicht. Ich habe leider keine PS5. Man hat die Ticks schon im Unterricht meistens bemerkt, aber so auffällig war das jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr toll, dass du auch da so offen für warst und da so offen reagiert hast. Kann immer mal sein, dass man auf so jemanden trifft. Ja, wie du es gerade eben so schön gesagt hast, sind hier auch nur ganz normale Leute. Ganz normal. Hey Jungs, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das war's schon. Ja, vielen lieben Dank. Hat uns sehr gefreut. Können wir noch ein Foto vielleicht mit dir machen? Ja, auf jeden Fall. Ey, nur mit dir. Aber, ne? Ja, jetzt Tim doch dabei. Vielen Dank, naja, dass ihr mitgemacht habt. Und wir wünschen euch noch einen ganz schönen Abend. Und alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben. So, unsere Straßenfrage zum Thema Weihnachten und zum Thema Aufmerksamkeit, zum Thema Tourette-Syndrom. Dieses Jahr ist vorbei. Es war sehr, sehr interessant, so viele Leute persönlich anzusprechen. Finde ich auch. Wir waren jetzt hier in der Schildergasse in Köln und ich denke mal, das wird nicht die letzte Straßenfrage gewesen sein. Genau, und damit es nicht die letzte gewesen ist, müsst ihr jetzt mal ein bisschen Gas geben. Zeigt uns mal, ob euch das Ganze Bock gemacht hat. Vielleicht gebt ihr uns ein Like. Fand ich cool. Wenn ihr Bock habt, macht was ihr meint. Aber schreibt uns gerne einen Kommentar, wenigstens, dass wir ein Feedback haben, ob euch das gefallen hat oder nicht. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessant. Du hast das super und kalt. Also wir haben jetzt sehr spät, es ist Ende November, daher kalt. Genau, deswegen werden wir jetzt so schnell ins Bett gehen. Wir sind jetzt raus, wir haben keinen Speicherplatz mehr. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss. Tschüssi. Tschüssi, Günther. Tschüssi. Ja, cool. Ich finde das Format cool. Also die könnten von mir aus öfters mal so Straßenumfragen machen. Ich finde das immer so interessant. Gerade wenn die so fragen, ob sie schon mal Berührungspunkte mit Tourette hatten. Das ist immer so interessant zu wissen, man denkt immer so, ja, die ganzen Leute, also viele Leute hatten noch nie Berührungspunkte, aber irgendwo hatte man dann doch dann irgendwo mal schon mal einen Berührungspunkt oder vielleicht erinnern sich dann viele zurück und denken sich, ja doch, also wenn ich jetzt mal überlege, das kann Tourette sein. Gut, das könnte ich jetzt bei der Hälfte von meiner, ne, so, von den Leuten, die hier wohnen, denken, aber nee, die sind einfach nur ein bisschen aggressiv, ne, aber ja, cooles Format, coole zweite Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt mir das Original an und wartet drauf, dass Gewitter im Kopf die anderen Folgen mit rausbringt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss!